Gothic. 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 Ist da Hall drauf? Warte. Ohne Hall schäme ich mich ohne Hall. Gothic. Ich kann nur mit Hall. Gothic. Dankeschön. Nee, warte. Ranke! Alter, Lukasa. Lukasa sogar Vibrate. Geil. Lung. Hier Ranke, oh ja, spielt Gothic mit Krug. Ach shit, ich ertrink hier gerade, Alter. Lass du sterben, halt aus. Oh. Weiter geht's. Schön, dass ihr da seid. Ganz vergessen, ey. Okay. So, wir sind gerade, wir haben dem alten Skip seine Äpfel und seine Flasche Wasser geklaut. So. Und er hat es nicht gemerkt. Wir haben gerade noch Angst gehabt. Scheiße, das haut fauler uns jetzt, wenn wir aus dem Zelt wieder rausgehen. Nee, hat er nicht gemacht. Nächster nicht. Hat er nicht. Wir schwimmen wieder weg. Ja. Und jetzt geht es nämlich weiter. Jetzt und wir werden jetzt den Weg gehen, den die meisten Leute gehen, wenn sie dieses Spiel spielen. Wir werden jetzt endlich mal ein bisschen die Landschaft erkunden. Mit Hilfe von Laris werden wir es schaffen, exakt, bis zu Onas Hof durchzustoßen. Und werden zahlreiche Abenteuer erleben auf dem Weg dahin. Hoffentlich. Ich finde immer, wenn du Fische, zieh das rein. Oh, sind die groß! Was ist das für ein Oschi, ey? Alter Schwede, ein ganz klassischer Barsch. Ja, aber hallo, ey. Schöne norddeutsche Handlandung. Kennst du das? Richtig geil. Norddeutsche was? Schöne norddeutsche Handlandung. Ich kenne nur Lapskaus. Ne? Wenn der Barsch direkt auf die Hand springt, das ist eine norddeutsche Handlandung. Okay. Der alte Babybarsch. Der alte Babybarsch. Okay. So. Laris, jetzt müssen wir noch nicht fahren. So, jetzt geh doch mal zum Marktplatz und dann zu Ona. Jetzt machen wir mal ein paar Meter. Ich laufe das schon. Mal hier, Mo, dem hast du doch geschafft, auf die Fresse zu hauen. Das dem macht mich übrigens immer noch stolz. Ja, ein Mann ist in dieser Stadt, der schlapper ist als wir. Und das ist der Typ der größten Fresse. Das ist hier immer so. Natürlich. Meldor. So, hier ist unser Arbeitsplatz übrigens. Hier haben wir Schmieden gelernt, letzte Folge. Da vorne ist Torben und alles. Pipapo, da wollen wir bald nicht hin. Hier unten ist der Kräuterhändler, der alte Zauselbart. Präzise ausgedrückt, Michael. Danke. Hier vorne ist der Priester von Adanos mit Namen und Batras. Fiel es mir doch noch ein. Und da nähern wir uns auch schon dem Marktplatz. Wie toll diese mittelalterliche Stadt aufgebaut, das konzipiert ist. Ist geil. Ein Meister der Stadttechnik. So, und jetzt schauen wir doch mal, wer hier eine Bürgerin. Ja, die wird es wahrscheinlich kaum sein. Nee, ist ein Typ natürlich. Interessante Orte, wichtigste Persönlichkeiten. Nö, komm. Wer könnte dann noch so. Der zum Ring des Wassers gehört. Wer ist er denn da? Der ist doch bestimmt ein Händler. Ja. Wie heißt der Boy? Wie heißt er? Ein Händler? Nee, Hakon, rede mit dem. Testen wir mal Hakon. Ich bin Hakon, der Waffenhändler. Was? Wer kommt vorbei? Kann ich etwas für dich tun? In diesen Tagen sollte jedermann eine Waffe tragen. Wie, Oli P. kommt jetzt runter, oder was? Vor allem, wenn er außerhalb der Stadtmauern unterwegs ist. Super! Krass! Olli! Die alte Plaudertasche. Geh nie wieder in unsere Sendung. Ist übrigens aufgefallen, der spricht so gut, wie er rappt auch, ne? Ja. So ein bisschen stockend, immer dasselbe. Es ist, ohne Scheiß, ey. Aber der hat ja, weißt du aber was? Aber jetzt macht er endlich, weißt du, Olli? Endlich Deutschpop. Ich hab was für Olli. Übrigens gibt eine, wo es auch Pfötchen, ich muss dauernd aufstoßen. Wer weiß, wo der vorm Wurstmachen angefasst hat. Ja, das fragt man sich bei dem, ne? Wo hat der angefasst? Vorm Wurstmachen. Ist das so? Naja, nee, er macht ja jetzt in Deutschpop und davon gibt's ja noch nicht genug, wie wir alle wissen. Davon wird alles gut. So, erzähl mir mehr über die Gegend außerhalb der Stadt. Nö, weißt du was über die Pioneer? Nö. Verschwinden der Bürger. Was weißt du über das Verschwinden der Bürger von Korinis? Ich habe schon viele durch das Stadttor im Osten schreiten sehen. Einige sind gekommen, die ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen habe. Und viele sind dort hinausgegangen und kamen nie wieder. Aber neulich geschah etwas, das war schon befremdlich. Da war so ein Kerl bei mir. Ich glaube, Joe ist sein Name. Er prahlte damit, dass er bald zu großem Geld kommen würde. Er wüsste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahrt, hineinkäme. Das wüsste ich auch ganz gern. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Obwohl er mir sonst jeden Tag etwa um die gleiche Zeit über den Weg gelaufen ist. Ich habe das der Miliz gemeldet und dachte, vielleicht haben sie ihn erwischt. Und ich finde ihn da im Kerker wieder. Das ist mal wieder typisch. Lord André wusste aber nicht, wovon ich rede. Er kannte den Typen nicht einmal. So. Schöne Geschichte. Hakon kann sich weiterhelfen, Gott offenbar nicht dem Ring des Wassers an, sonst hätte er jetzt aufgrund des Ringes irgendwie. Aber der guckt doch so. Der andere Typ da. Nee, geh weiter.
wir brauchen mehr andere Typen. Hast du ein Problem? Ja. Geh weiter. Geh mal nach links. Geh mal nach links, da. Guck mal, die anderen Boys, da stehen. Frauen brauchst du hier nicht ansprechen. Ach, erzähl mir nichts. Nee. Zuris? Nix. Komm. Ich bin Zuris, Meister der Tränke. Benötigst du eine Essenz der Heilung oder ein magisches Elixier, dann bist du bei mir richtig. Oh, stellst du deine Tränke selbst her? Nein, der weiß doch nichts. Komm, der weiß nichts. Weg damit. Er hat nichts zu sagen. Außerdem sind ihm die Haare ausgefallen. Ja, der weiß was. So gut können seine Tränke ja nicht sein. So. Warum schaust du so skeptisch? Aha. Ich sehe, du trägst das Zeichen des Rings des Wassers. Sergeant? Was wäre denn? Dann würde ich dir sagen, dass Laris auf seinem Posten im Hafen abgelöst werden will. Gut. In dem Fall würde ich mich darum kümmern, dass sich jemand darum kümmert. Was du nicht sagst. Verstehe. Oh, dubios. Du handelst mit Piraten? Ach, shit. Das haben wir ja gerade von Skip erfahren, ne? Skip. Von unserem hier Vorstadt-Ex-Rose-Typen hier. der handelt mit Piraten, das stimmt. Der ist ein Schwein. Das ist ein Schweinchen. Du handelst mit Piraten. Was? Wer hat dir das erzählt? Ich habe mich mit einem von ihnen unterhalten. Er scheint in seiner Bucht auf dich zu warten. Was willst du machen? Es sind harte Zeiten. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Ja, hat er recht. Was du nicht sagst. Nee, bestrafen tun wir den nicht, ne? Die Leute sind alle arm. Nee, nee. Nee, wollen wir nicht. Nee, ja, nee. Nein, komm. Hattest du keine Angst, erwischt zu werden? Das ist doch kein Geheimnis. Das kann passieren. Du hast es ja auch herausgefunden. Er erzählt alles. Aber du hältst doch dicht, oder? Womit handelt ihr? Was weißt du über Piraten? Nee, wo fragt man genau? Das ist ja interessant. Womit handelt ihr? Ich versorge sie meistens mit Nahrung. Und von ihnen erhalte ich dafür den besten Rum, den man in Korinnes kriegen kann. Ehrlich, ich hab's selbst Aufnase. Ist doch mal. Den Handel für dich ab. Oh. Das wir geben uns nicht auf den Pfad des Bösen, oder? Wir sind natürlich. Wir sind gewalttätig, aber nicht kriminell. Hat den fiesen Hals zu. Stark! Hä? Waren wir das? Nee, das ist die Regie, die will kontern. Ey. Die Regie will uns matzentechnisch auskontern. Was? Das wird niemals funktionieren. Nee, das wird niemals, wir haben viel mehr. Gleich zu, Mann. Da hat nur noch so klatscht. Aber so richtig. Hey, das ist so nice, du. Apropos klatschen, so. Nein, wir wollen... Party ist auch am Start, shit. Was ist los hier? Scheiße, Chat. Sollen wir den Handel für ihn abwickeln? Ja, oder? Lieber, die verstehen nicht. Chat! Sollen wir den Handel für ihn abwickeln? Sollen wir? Ja, ich... Oh shit. Machen die das jetzt wieder oder was? CD abwickeln oder was? Ja, wir machen eine fachgerechte Abstimmung. Ja, ist schon wieder? Oder liest einfach die Antworten vor, geht schneller. Nein, nein, nein. Ich lese die Antwort. Das alles. Ja, alle sagen jetzt schon ja, braucht keine Abstimmung machen. Okay, alles wir klar. Machen. Ich könnte den Handel für dich abwickeln. So. Jop. Mhm. Was weißt du über die Piraten? Soviel ich weiß, kann man den nur mit einer Kogge ein Schiff erreichen. Die Bürger von Korinis fürchten sich vor ihnen, auch zu Recht, weil sie im Grunde ein Haufen übler Halsabschneider sind. Aber wenn du mich fragst, sind sie bei Weitem nicht so schlimm wie die Banditen. Worum soll ich mich denn? So, genug gesabbelt. Das war alles, was ich wissen wollte. Gut. Hast du einen Job für mich? Müssen wir auch noch fragen. Müssen wir noch fragen? Ja. Na, hat er einen. Hast du einen Job für mich? Nein, ich habe schon einen Boten. Probier's doch mal bei den anderen Händlern. Der Bote bin ich, du Vollhank. Hank, Alter, Hank, du, Alter, Hank, Honk, du. Du Honk. Für diese schöne Aussprache ist nochmal die schöne Mütze der Freude. Ich will die Mütze nicht. Doch, du siehst aus wie ein Schaffner. Die Frisur. Du siehst aus wie ein Schaffner. Du bist der Schaffner des Spiels. Ich sehe aus wie der YMCA-Schaffner. Du bist der Gothic-Schaffner. Lass mal. No, trägst du mir auch was sehen? Was soll denn das? So, Laris kann jetzt losmarschieren und steht uns mit seiner eisernen Faust beiseite, wenn wir durch die Wälder streifen. Wir könnten uns vorher noch ein bisschen bekiffen. Aber machen wir nicht, ne? Nee, nicht schon. Na, lassen wir, ne? Haben wir ja vorhin schon gemacht. Wir übertreiben es ja auch mit den Annehmlichkeiten des Lebens, ne? Ja, oder? Nee. Nee, komm. SR, Stadtwache. Könnte ich immer nur. Nee. Nee, auch mal hier. Auch mal ein bisschen was schaffen jetzt. Was schaffen? Ich glaube, das, was wir jetzt machen. Die Schnauze. Okay, das
prägnant, kurz, schön gewählt. Ja, das ist gut, ne? Gerade den muss ich mir merken, dieser hier. Bring einen in die Schnauze. Das ist einfach ohne viel zu labern. Ich weiß sofort, was los ist. Dieser geile Blick von ihm, ja. Er weiß, was er will. Er weiß, was er will. So, Laris. Hey. Meinst du, mir geht es besser? Ich habe mit Baltram gesprochen. Ich habe mit Baltram gesprochen. Er wird sich um eine Ablösung für dich kümmern. Ah, sehr gut. Dann können wir endlich hier weg. Geil. Meinen Aquamarinring behältst du am besten erstmal. Vielleicht kommst du ja auf die Idee, dich uns anzuschließen. Wir haben das alles, wenn ich habe das echt vergessen, wenn Punkte da sind, haben wir es schon gefragt, ne? Wenn Punkt dahinter ist, ja. Das ist eine wichtige Info, würde, aber... Würde alleine vom Erzähltechnischen Sinn machen. Würde Sinn machen, ne? Alles klar. Achso, lass uns gehen. Entschuldigung. Das habe ich gar nicht gefragt. So, lass uns gehen. Nein, nicht beibringen, ich Idiot. Der Wasserpfeifen-Dude hat übrigens noch ein bisschen... Okay, lass uns gehen. Wohin? Genau das habe ich auch gesagt. Watras Ornament zurückbringen? Da kannst du hier nichts dran ändern. What the hell? Das war das, wo wir beide nicht aufgepasst haben. Das müssen wir jetzt leider so zugeben, aber das machen wir jetzt. Lass uns Watras Ornament zurückbringen. Dann wollen wir mal. Folge mir. Okay, ich war jetzt etwas überrascht. Ich dachte, er führt uns zu Onas Hof. Der läuft ja nicht ohne uns weiter. Lass uns bitte auf dem Weg eben zum Wasserpfeifen-Dude gehen. Ja. Und den sprechen wir nochmal eben an. Okay. Meinst du, der läuft nicht weiter, ne? Der bleibt stehen. Alles und klar. Punkte heißt anscheinend, es gibt Unterpunkte. Ah, okay. Das kann natürlich auch sein, aber die haben wir trotzdem schon angesprochen. Die haben wir schon angesprochen. Also in dem Fall auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Guck mal, ich glaube, er läuft sowieso im Wasserpfeifen-Dude vorbei. Wir holen uns noch die Senderon-Vision. Die Zukunftsvision vom Wasserpfeifen-Boy. Okay. Ich hoffe jetzt, dass wir ihn gleich wiederfinden. Ich bin jetzt einfach mal abgebogen. Jo. Merkwürdig. Es scheint mir so, als wäre ich dir schon einmal begegnet, Reisender. Nun, groß sind die Geheimnisse von Zeit und Raum. Oh, verzeih mir meine Unhöflichkeit, Sohn der Geduld. Ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Willkommen, Freund. Nimm Platz auf meinen bescheidenen Teppichen und genieße in Ruhe eine Pfeife. Wer bist du? Mein Name ist Abu Djin ibn Jadir ibn Omar Khalid ben Hajj al-Sharidi. Ich bin Seher und Weissager, Sterndeuter und Tabakanbieter. Okay. Dann würde heute in diesen Channels arbeiten, weißt du, wo diese Wahrsagerinnen Karten legen für die dummen Anrufer. Ich find's geil. Ein Scharlatan, er ist ein Scharlatan vom Beruf. Was für Kraut. Senderon, ein Buddy von Senderon, ey. Das ist Senderon. Meine Dienste stehen dir für bescheidenen Lohn zur Verfügung, o Vater der Großzügigkeit. Wie viel willst du haben? Für bescheidene 25 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Doch bedenke, die Zukunft ist immer ungewiss und ich bin nur in der Lage, Bruchstücke aus der Zeit zu erfassen. Ja, ein bisschen zu viel Kraut geraucht, ne? Wenn es nicht nur Bruchstücke wir wollen, ey, wir wollen die Zukunft, auf jeden Fall. Ernsthaft? Ja, alle wollen das, ich will das. Alles klar. Das ist Kirmes. Okay. Mehr von der Zukunft. Gut, Suchen deines Wissens. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Wir sind bereit. Fahr mal ein bisschen Nebel rein hier. Orks, sie bewachen einen Zugang. Ein alter Stollen. Das Tal der Minen. Männer mit strahlenden Rüstungen. Ein Magier. Dein Freund ist bei ihnen. Er wartet auf dich. Feuer! Ein Angriff. Ein mächtiges Wesen. Die Flammen. Viele werden sterben. Was ist das? Eine Stadt. Ruinen. Quahotronenjakendar. Ah. Er wird gerufen. Quahotronenjakendar. Das ist das Add-on-Gebiet, von dem er spricht. Die Vision ist vorüber. Ich sehe nichts mehr. Ich bin wieder völlig klar. Okay. Du bist zurück aus dem Leben. Jetzt und mir noch eine Weissagung? Nee, ne? Ja, frag doch mal. Renan, glaube ich nicht. Kannst du mir noch eine Weissagung geben? O Sohn der geheimnisvollen Zukunft, es ist mir nicht möglich, den Schleier der Zeit zu lüften. Erst wenn die Zeit mir ein weiteres Zeichen schenkt, kann ich wieder für dich sehen. Wann wird das sein? Wenn die Zukunft zur Gegenwart geworden ist und du deine Reise fortgesetzt hast. So, jetzt auch gut hier. Ich will langsam mal wieder ein bisschen was umhauen. Ratten und Wölfe, genau unser Ding. So, Laris ist hoffentlich nicht verschwunden. Ich lauf mal dahin, wo er gerade noch war. Was tust du? Ich will den Leuten zeigen, wie viel Spaß Trixie hat mit uns. Okay.
Lacht sie gerade, ja? Sie ist extrem vergnügt. Okay. Das war doch sehr schön, das haben wir gut gemacht. Ja. Gut. Da ist Laris, er wartet artig auf uns und weiter geht's. Das mit Vatras Ornament, das wir jetzt zurückgeben. Ich hoffe, dass wir hier gerade nicht auf dem falschen Pfad sind. Übrigens ist es so, dass wir pro Kapitel eine Weissagung bekommen können. Ah, ja. Das war ja auch quasi das, was er erzählt hat. Alles klar. Wenn man mal genau hinhört. Machen wir auch. Das ist ja schrecklich. Das ist mal wieder. So. Er lauft nicht zum Leuchtturm rum, dann habe ich schon mal auf die Fresse gekriegt. Sergeant schreibt, wie viele, fragt nach, wie viele High Fives es denn gewesen sind. Wir sollten ihn anlügen, nicht, dass er jetzt gleich 20 Bier trinkt. Ey. ein High Five? Nein, das stimmt nicht. Es waren schon ein paar. Waren schon drei. Ja. Drei ist eine reelle Zahl. Drei. Ja. Keine geraden Zahlen heute. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen einen schnellen Schritt drauf. Wir haben wirklich eine Schlaghose an, oder? Zieh es mal rein. Wir haben eine Schlaghose. Eine Lederschlaghose. Das ist wirklich gewagt. Jetzt, wo wir außerhalb der Stadt sind und uns keiner zuhört, kann ich dir ja mal ein paar Takte erzählen. Aha. Dieses Ornament, das du mir gebracht hast, werden wir nun zurück zu Saturas bringen. Du kannst dich doch sicherlich an Saturas erinnern. Saturas? Wer ist das? Na, der oberste Wassermagier im neuen Lager. Damals im Minental, als die Barriere uns noch alle eingeschlossen hatte. Lee und ich hatten damals einen Pakt mit den Wassermagiern geschlossen und haben uns mit gemeinsamen Kräften gegen das alte Lager behaupten können. Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager unterhalten mit den Wassermagiern immer noch gute Beziehungen. Selbst Lee würde die Wassermagier auch heute gegen jegliche Gefahr schützen, wenn es in seiner Macht steht. Damit wir immer Kontakt halten mit den Wassermagiern, bin ich die meiste Zeit in der Stadt und arbeite mit Vatras zusammen. Und das hier ist die Rüstung, die jeder von uns von den Wassermagiern bekommt. Der Ring des Wassers hat solche Rüstungen schon seit der Zeit vor den Orkkriegen. Was hat Kavalon damit zu tun? Soviel ich noch weiß, war er kein Anhänger des neuen Lagers. Du hast recht. Unsere Gemeinschaft ist gewachsen. Selbst ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Aber lass uns jetzt weitergehen. Ich will erstmal weiter von der Stadt weg. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Okay. Ende. Speichern. Jetzt. Yes. Boah, ist das ein dichter Regen, du. Er will noch was von dir. Wie, lauf weiter. Ja, sprich nochmal mit ihm. Ja, ich konnte nichts Neues sagen. Der soll weiterrennen. Sprich nochmal mit ihm. Ja? Ja. Achso, lass uns weitergehen. Er hört nur auf Kommandos. Ach ja. Ist das schön. Jetzt links da oben kommt ein schöner Bauernhof. Das weiß ich noch. Mhm. Herrlich. Ja, ist ein bisschen glibberig, sag ich mal. Mhm. Zur Taverne stand da gerade. Auch genau richtig. Oh, da war ich auch nochmal. Ja. Später. Aber ey, guck mal jetzt. Helf ihm. Ja, du musst. Was ist da los? Der Wolf, ey. Zack. What? Achso, das wollte ich gar nicht. Ich habe aus Versehen M gedrückt, Entschuldigung. Ja, für Karte. So, Wolfsfell abziehen können wir ja jetzt. Bitteschön. Oder hat es Solaris schon dieses Wolfsfell geklaut? Kann nicht wahr sein. Hat er den schon gerippt hier? Oder ist Laris? Nee, das ist er. Komisch. Kein Wolfsfell, alles klar. Ah, da vorne diese kleinen. Ja. Sehr schön. Wir kriegen alles, was er wegkloppt. Den musst du. Hilf ihm. Ja, wieso? Oh, dem geht's doch gut. Ich will das Schwein. Das Fleisch. Da, hier. So, hier schnell alles aufsammeln. Sorry, Laris, aber es muss sein. Pfeil. Guck mal hier, ist doch ganz klar, hier wurde ein Händler überfallen. Hier ist was Schlimmes passiert, kombiniere. Viele Probleme sind hier aus dem Weg geräumt worden. Aber nur sehr einseitig. Ist auch schön, dass man bei Gothic wirklich alles einzeln mit einer Bückbewegung aufheben muss. Das geht ins Kreuz. Pfeil. 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 Was war das? Zerkratzt so eine Scheiße. Gibt es hier eine Höhle? Hammer. Guck mal. Hier gibt es einige Höhlen, ja.
Aber wir sollten nicht so viel nach links und rechts gucken, weil wir sind viel zu schwach. Ich weiß, dass zum Beispiel gleich auf dem Weg noch irgendwann eine Höhle kommt. Da liegt eine richtig krasse Schwert. Da ist doch eine Höhle, das sehe ich doch. Ja, gehen wir doch, ja, komm, ey, wenn wir gerade davor stehen und dann sagen, wir gehen nicht rein, das ist doch albern. Du hast, eigentlich hast du absolut recht. Vielleicht ist auch derjenige, der hier diese Karawane überfallen hat, in der Höhle. Ja, und sucht. Ist gut möglich. Aber vielleicht ist auch ein Schattenläufer drin und macht uns so richtig nieder. Aber Laris hilft uns ja wahrscheinlich, wenn wir in die Höhle reingehen, ne? Ja, da gehen wir jetzt erstmal rein und sonst laufen wir raus und dann hilft er uns auf jeden Fall. Oh, das viele Bücken nervt, Alter. Krautstampfer. Den brauchen wir ja wohl auf jeden Fall. Ja. Man weiß nie, welches gemeine Kraut uns noch über den Weg läuft. Ja. Hast du denn keinen Krautzerstampfer dabei? Ich will nicht. Wolfszahn, Alter. Ein geiles Schwert. Lass mal schauen, was das kann. Den haben wir schon. Den haben wir nicht. Guck mal da. Oh ja. 45 Schaden. Schön, ey. Statt 40. Immerhin. Zack, umgesattelt. Take it. Haben wir noch gerade einen Wolfszahn gefunden. Ein Schwert mit dem Namen ist ja schon mal nicht schlecht. Ich sag immer, sei kein Feigling und rein. Ja, wir gehen jetzt da rein, ne? So. Geil. Und wenn... Du hast schon wieder Knurren da hinten. Ich glaube, und ansonsten... Guck mal, die beiden Kollegen da, die haben keinen Bock. Geh da rein, jetzt lauf da rein, Micha. Ah, verdammt, ich hab Schiss. Höhlen sind Gold immer fies. Gold mitnehmen, reinlaufen. So sieht's aus, reinlaufen. Ne? Gut. Gut, gut. Eieiei. Schauen wir mal. Erstmal Schwert zücken, sieht kürzer aus, ne? Ja, Schiss, dass das so nicht die geile Reichweite hat. Rein da! Oh. Das ist spannend. Zieh das mal rein. Da sind zwei Molarats, die kriegen wir hin. Wenn ich sie einzeln hier in den Gang locke. Moderat, diese Molarats. Die sind moderat, genau, ja. Sehr gut. Jetzt muss ich eigentlich abschlagen, aber ich muss ihn töten, warte. Ah! Micha, was ist das für eine unsägliche Stimmung? Wie, Stimmung? Ja, diese Viecher, die machen dich... Lauf! Lauf weg! Ich will nicht, dass du stirbst! Bitte! Die Laris soll helfen! Komm, jetzt mach eine schöne Papissimus Prime hier! Komm, Laris, hau sie um! Ja, schöne Hau sie um, Laris! Ja, nein, nicht weiterlaufen, du Spacko! Erol, hilf! Ja, lauf Erol. Weiter! Steck die Waffe weg! Was ist los? Ah, wo geht's denn noch? Steck endlich die Scheißfresse! Was zur Hölle? Halt die Fresse! Mann! Halt die Scheißfresse! Wenn ich dir deine Dritten zerwichse, dann hab ich Spaß. Nein! Ich raste aus! Da hilft nur ein ordentlicher Schlag in die Schnauze. Ja, verfickte Hurenböcke. Auch Pötchen, ich muss dauernd aufstoßen. Wer weiß, wo der vor dem Wurstmachen angefasst hat. Verpissimus Prime, hab ich gesagt! Egal. Geile Aktion! Geiles Abenteuer. So, okay. Man fällt ja immer nur, um wieder aufzustehen, ne? So sagt okay. das die Mamas und Papas immer. Wie, warte mal, jetzt stehe ich ja wieder. Guck mal, ich stehe wieder. Ah. Weil mich der alte Zausel-Erol hier... Der alte Fels-Erol. Der hat sich jetzt mal unsichtbar gemacht. Nein, das hat er nicht. Wir müssen mal gerade neu laden. Der hat uns den Rücken gekloppt, weil ich das Schwert nicht weggesteckt habe. Ja? Ich war mitten in einer Unterhaltung. Ich war in einer Unterhaltung. Ihr habt das Schwert dabei getragen. Er war sehr aggressiv. Willi, er konnte es nicht haben. Ich habe ihn nicht mal angeguckt. Ich habe dich nicht mal angeguckt. Der ist ja der geile Willi. Und du Alter, ey. Ohne Scheiß. Der hat uns hier fast ohnmächtig gekloppt. Ah, Erol. Nein. Wir sind fachgerechte Spieler. Wir werden diese Höhlensituation lösen. Ja, ich fresse jetzt was. Ich habe die Molderers schon mal so ein bisschen reingehört. Ich fresse jetzt was und bin wieder richtig geil ja, drauf. Ja, auf jeden Fall. Wir haben so gebratenes Fleisch ohne Ende dabei. Das feuern wir uns jetzt mal rein hier. Zack. Ah. Zack. Zack. Sag mal, wie viel... Und ist der uns eigentlich jetzt sauer für den ganzen geil, Rest des Spiels? Wenn er es in das Träge macht, wie nach so einem Burger King-Besuch. Ich habe jetzt erstmal... Mal eben guck mal, der hat unsere Waffe. Der hat unsere Waffe oder was? Nicht unser mehr, Geld? Alter. Guck, haben wir unser Gold noch? Guck mal, ob wir noch unser Gold haben. Der hat wirklich unsere Waffe. Guck doch mal unser Gold nach. Nee, Moment, Alter, der kann nicht unsere Waffe nehmen. Ja, und Gold rechts oben haben wir auch null. Wir sind die größten. Alter Schwede. Wow, und ich habe abgespeichert. Und ich du hast abgespeichert. Und du hast abgespeichert, das heißt, wir können nur eins. Wir können nichts tun. Wir können ihn nur richtig hart rapen jetzt. Das ist der einzige Trost. Verfluchter Dreck. Wenn ich mir in den Rücken schlage, so von hinten. Alles ist weg. Es ist so fail. Ach komm ey, ich muss jetzt irgendwie meinen Zorn loswerden, Erol. Verflucht, ein Schlag. Okay, es war ein Epic Fail. Man muss das auch mal einen Fehler machen. Es war ein Epic Fail. Menschen ja. machen Fehler. Auch du. Auch ich. Und auch ich.
Das ist menschlich, das ist... Oh Mann, kann man mit dem jetzt wenigstens noch sprechen oder spricht er jetzt eigentlich nicht mehr an? Und Erol ist ein... Du bist ein Schläger, hau ab! Oh, alles verkackt. Oh Mann, alles nur, weil der mich in ein Gespräch verwickelt hat, Laris. Oh. Autosaves gibt's hier nicht. Was machen wir? Was machen wir, Freunde? Wir können nichts machen. Ja, dann machen wir die alten Höhlenviecher da weg, die moderaten Typen, komm. Ach Mann, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Schwert verloren, Gold verloren, aber wir hatten nicht viel Gold. Man fühlt sich so ein bisschen... geschändet gerade, ne? Geraped, ja, auf jeden wirklich. Fall. So wie Trixie sich immer fühlt, wenn sie... Sie wird doch nicht geraped fühlen. Die kleine... Ach Mann, aber die Mollerats sind tot. Wer sind jetzt die Mollerats kaputt gehauen? Es waren ja gar nicht die. Warte mal. Da kommen sie wieder, die garstigen Drecksviecher. Ach, verflucht. Aber das hatte nur 5 Schaden mehr, das Schwert, ne? Also ist jetzt nicht irgendwie... Ist jetzt nicht Excalibur gewesen, was wir hier verloren haben. Muss man einfach mal so sagen. Okay, der Chat möchte jetzt mal von vorne anfangen. Das würde ich da, anfangen. Ein Mollerat weg. Mal wie die Wut mein Schwert führt. 2 Mollerats weg. Ey, weißt du was, Micha? Ich bin so ein positiv denkender Mensch. Ja. Ich sag mir einfach Gold, ey, halb so wild, das kriegen wir noch. Ja. Und die Waffe, ey, wir kriegen bald auch eine bessere. Ey, sorry, hatte 5 Schadenspunkte mehr. Ja, ohne Scheiß. Das ist nicht weiter. Aber es ist eigentlich mehr so die Scham, die hochkommt. Die Scham, dass man... Nee, Alter, das Spirit ist aber auch ein bisschen gefickt. Ich wollte ein nettes Wort wechseln da. Und für später... Können wir noch die Schriftrolle des Vergessens auf ihn anwenden? Da hat er noch eine Quest für uns. Ich ja, machen wir. Machen wir alles. Aber ich glaube, der ist so scheiß alt, der vergisst es auch so wieder. So. Ach man, bin ich sauer, ey. Aber haben wir eigentlich jetzt 2 Speicherstände tatsächlich? Also ich würde gerne, bevor... Ich mach mal kurz einen neuen. Ich würde befürworten, genau. So, ich lade das mal kurz hier auf den... Wie geil du den auch benannt hast. Nein, bitte. Wiki, Wiki, Wiki. Mach noch mal einen, den du richtig betitelst jetzt. So. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Okay, weiter. So. Und jetzt laufen wir weiter mit Laris und hoffen, dass es uns jetzt besser ergeht. Wir haben keine Kohle mehr, wir sind blank. Aber ey, mein Gott, so ist das Leben, ne? Ja. So geht's ins All bei Rocket Beans. Ey, das ist einfach wirklich... Laris, wir wollen weiter. Lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen. Guck mich nicht so an, als wäre ich ein Idiot. Hinter mir. Da läuft er wieder. Als wäre nichts passiert. Okay. Erol ist wirklich ein mieses Drecksschwein. Das ist ein mieses Drecksschwein. Das würde ich gerne in die Taverne. Kann ich nochmal diese tolle Aufnahme von Michael Reinke sehen? Welche tolle Aufnahme? Oh, kannst du, mach mal irgendwie tolle Sachen. Warte, mach mal irgendwie. Was? Warte, ich muss kämpfen, Alter. Ja, ey, tut mir leid. Da war ein Scavenger, die berühmten Scavenger, der erste Scavenger, den wir begegnet sind. So, da geht's schon weiter. Aber Scavenger sind die leichtesten Gegner, die kriegst du echt platt. Benutzt doch mal Schriftrollen. Wieso? Nein, wir können ihn später auch noch wieder zum Vergessen. Finde ich auch. Wir können ihn ja. Reden. Dann wäre es ja auch schlau, dass wir ihn dann vorher umwärmen, damit wir das Gold bekommen. Das können wir gerade noch nicht. Also dann machen wir später. Moment, hier ist gerade wieder irgendein Buggy-Bug. Oder ist es wieder die kaputte Maus? Nein, die leuchtet doch. Die kann nicht kaputt sein. Jetzt geht sie wieder, alles klar. Scavenger-Fleisch wird eingesackt. Ach, der Frust sitzt tief, Alter. Andererseits, wie oft sind wir bis jetzt gestorben? Gar nicht so oft. Das geht alles noch. 6000 Mal? Nein, echt nicht. Nein, geht schon. Es geht. Absolut. Wie viele Rattengeschmeiß ich schon erfolgreich erledigt habe. Du bist eigentlich echt ein fachgerechter Kämpfer. Klar, ja, Blocken ist nicht dein Ding, aber du bist halt eine offensive Kampfsau. Ja. Blocken ist feige. Wirklich. Das ist wie bei Rocky, weißt du? Da hat auch keiner geblockt, da hat auch keiner die Deckung hochgenommen. Natürlich nicht. Der mehr einsacken kann, das ist der Held. Das heißt ja auch, nee, stimmt schon. Ja. Das heißt ja auch, Power is nothing without power. With great power comes great... Power. Power. Great. So, ach, Wölfe hier, aber jetzt muss ich vielleicht doch ein bisschen helfen. Und warum... So, jetzt hau ihm doch da auf die Schnauze. Mann. Da ist auch das Fell, was ich vorhin schon haben wollte. Weiter geht's. Ich glaube, der läuft hier gerade zu den Magiern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er zu den Magiern läuft. Diese fiesen kleinen Goblins, die... Oh, nein, Entschuldigung, ich hab dich nicht gehauen. Der hat mich fast umgewampft, ey. Lauter schwere Äste, noch ein schwerer Ast. Nichts zu holen. Okay, dann mal weiter hinterher. Ja. Und wieder Gas. Ja, der läuft Richtung Kloster. Mhm. Mach mir jetzt nicht schlapp. What? Alles gut. Lass es weitergehen. Ja. Quatsch nicht so viel. Ja, lass eben. Uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Wir wollen vor der Nacht da sein im Kloster.
Hier, können wir ein bisschen beten. Und der Wolf hat das Denkmal hier geschändet. Upsa. Ah, da steht aber auch immer im Weg, der. Nichts zu plündern. Zack, da zack. Ist zu holen. Steintafel eingesackt. Und weiter geht's. Bist du schweigsam? Was ist los? Ich bin gerade hier. Ich verfolge gerade was. Ja. Was verfolgst du denn? Also, wir hätten anscheinend noch was mit Goblin-Skeletten machen können. Die ein bisschen umflexen. Ja, die sind da am Wegesrand. Man kann so vieles tun in dem Spiel. Genau, also wirklich, das ist das Ding. Also, es gibt viele Vorschläge, was wir tun sollen. Und klar, wir wollen viel machen. Ich bin absolut dafür, dass wir viel ausprobieren, viel erforschen, viel Wildschweine jagen und so. Aber Zeit, wenn wir nicht alle sofort das können wir nicht so mitmachen tatsächlich. Ey, die stehen hier später auch noch rum, die Viecher. Dann können wir das immer noch umwämsen. Auf jeden Fall. Alles cool. Genau. Oh, was ist das denn für eine geile Magier-Action hier? Guck mal. Das ist Spruchrolle. Spruchrolle. Guck mal, wie schön die auch glühen, diese Spruchrollen. Da weiß man sofort, da hat man was Feines in der Tasche. Herrlich. So. Eine Fackel kann man auch gebrauchen, wenn es dann doch mal dunkel ist. So, weiter geht's. Ach, Mann, du. Wir machen richtig viel, oder, Micha? Wir machen richtig viel in dem Spiel, ne? Wir machen alles. Bock haben wir darauf, ne? Alles, was man uns sagt. Trixie will das. Merkt das. Eipflanzen sammeln wir auch alle ein. Jetzt hilf ihm! Ja, er macht es alleine hin. Guck mal. Ah, gut. Ja, langsam müssen wir mal wieder ein Level aufsteigen, wäre auch nicht schlecht. Vielleicht sollten wir mal Einhandwaffen. Die Wassermagier sind völlig aus dem Häuschen. Seit Wochen schon buddeln sie an einer Ausgrabungsstelle im Nordosten. Weiß der Geier, was sie denken, dort zu finden. Alles fing damit an, dass die Erde bebte, wie in den schlimmsten Zeiten der Barriere. Grauenhafte Steinwesen entstiegen der Erde und fegten alles aus dieser Welt, was sich alles als 100 Schritt an sie heranwagte. Die Wassermagier nahmen sich der Sache an und vernichteten die feindseligen Eindringlinge. Und nun buddeln sie da unten und suchen nach einer Erklärung für diese seltsamen Vorkommnisse. Aber das wirst du ja bald selbst sehen. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Also der führt uns offenbar jetzt irgendwie in Richtung Eddon. Das ist zumindest mein Eindruck. Jupp. Und warum tut er das? Ich verstehe das nicht ganz. Der hat einen früher im normalen Spiel hat er einen einfach so Onas Hof geführt. Das muss irgendwie jetzt am Addon liegen. Sag mal, Goblin, kannst du mal aufhören auszuweichen? So. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. So. Du kannst auch noch deine Kampftechnik etwas verfeinern. Du kannst die Maus gedrückt halten, die linke Maustaste, und einfach mit den Pfeiltasten links und rechts schwingen. Das check ich mal kurz. Moment. Links, rechts, wechsel. Nicht da. Nochmal. Ich glaube, das geht erst, wenn ich noch ein bisschen einer skille. Also momentan passiert mit links und rechts mit Maus gedrückt halten gar nichts. Du hast recht. So war das auch. Ich erinnere mich. Ich hab. Ja, ach komm, ich hab gar nichts hier. Alter, lass mich doch hier. Jetzt hab ich ja Spaß. Ich mag es doch nicht, wenn es dunkel ist. Guck mal, wie das aussieht hier. Ja, man sieht überhaupt nichts man mehr. Man sieht nur halt den alten Star-Wars-Kollegen da. Verpiss dich was soll das denn geh da? Geh weg! Weg da! Warum ist das denn wenn so düster? Wenn ich dritten zerwichse, dann hab ich Spaß, Junge. Ja. Was? Lass uns weitergehen, Mann. Ja, ja. Der soll nicht immer fragen. Lass uns weitergehen. Dicht hinter mir. So. Ich glaube, wenn er dann uns das gezeigt hat, dann zeigt er uns auch Onas Hof. Und wir sammeln hier ja auch die ganze Zeit Erfahrung, ne? Stellt auf Gothic 1 Steuerung, dann ginge das. Aber das ist jetzt ja geil. Komm, wir haben Gothic 1 Steuerung, mag ich nicht. Du bist hier der du musst dich wohlfühlen, sag ich mal. Ja, eben. Das ist hier deine Wohnung. Da ist wieder was von diesen Drecksviechern. Drecksviecher im Anmarsch. Okay. Das war eine Fliege. Ah, der läuft jetzt zu der Pyramide, glaube ich. Pass auf. Sehr guter Einwand gerade. Sehr passend. Gefährlich. Ja. Der Kollege gerade, ne? Der führt uns zu den Wassermagiern, aber auch zu Ona. Beides möglich. Bei den Magiern bekommt ihr eine Quest, die Ornamente zu sammeln. Also seid ihr noch nicht in der Addon-Welt. Ja, alles klar. Cool. Just saying. Ja, das ist gut zu wissen, weil der führt uns hier, ich hatte gedacht, der führt uns ins Verderben. So. Halte ich ein bisschen zurück, sagt er auch schon. Die Monster werden schwieriger. Und, man sollte ihm nicht mal mehr helfen, weil ein Biss genügt und man ist weg. Oh Gott, Laris, schaffst du das alleine? Sehr schön.
Da ist nichts zu holen. Okay, Snapper können wir noch nicht rippen. Boah, wie das stinkt, du. Aber egal. Da sind wir. Wir sind da. Hier, nimm das Ornament. Irgendwo da drin müssen die Wassermagier sein. Bring es zu ihnen. Wenn du in dem Erdloch da unten auf irgendwelche Viecher triffst, von denen du glaubst, dass du ihnen nicht gewachsen bist, dann ergreif am besten die Flucht nach vorn, bis hin zu Saturas. Er wird sich schon um die Biester kümmern. Ich muss zurück. Und eins noch. Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Geh direkt zu Saturas. Wir sehen uns. Alles klar. Okay. Jetzt geht's hier rein in so eine Dungeon-Geschichte. Da werden auf jeden Fall... Da ist bestimmt ganz fieses geschmeißt. Ich glaube auch. So vielleicht ja. So Skelett-Boys. Er sagt's ja auch richtig, ne? Also theoretisch ist man jetzt auch noch ungeskillt und... Ja, ich glaube, das wird nichts von uns. Wobei, die Ratten kriegen wir noch hin, ne? Die kriegen wir hin, aber ich schätze, da wird gerade eine Sackgasse sein für uns. Aber es gibt natürlich auch so, eine, so richtige Chefratten, ne? Also so, aber die sollten auch nicht alle gleichzeitig angreifen. Mhm. Ah, Kacke. Ja, lauf mal raus. Okay, die schafft die beiden schafft auch natürlich. Dann sollten wir gleich mal wieder auf einen anderen Speicherslot speichern. Ja, wieso? Ja, weil ich denke, Speicher macht schon Sinn. Speicher macht Sinn, ja. Ja, aber der bleibt auf dem, ey, ist alles cool. Also einmal kurz drunter. Genau. Zack. Ah, das war jetzt wieder ein Erfolgserlebnis. Ey. Mit Ratten können wir es noch aufnehmen. Das da ist noch, ist die alleine? Die wird sterben. Auf jeden Fall. Die kriegt das den ganzen Hass ab. Oh nee, nein, die ist schon so. Ihre Freundin ist dabei. Die kriegt den ganzen Hass ab, den Eros verursacht hat. Ja. Hieß der erst Eros? Nein, natürlich nicht. Okay. Das wäre geil, wenn der Eros wäre. Ja, auf jeden Fall. Oh Mann, jetzt kommen da doch alle drei. Ich wollte nicht, dass alle drei kommen. Ich wollte sie anlocken hier. Ja, vielleicht hier im Eingang. Ah, das war schlecht. Nee, das wird nix. Ah, das wird, glaube ich, ganz knapp nichts. Wieder. Ja. Ah, okay. Oi, oi, oi. Respekt. Nicht aufgegeben. Sehr schön. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Okay, abspeichern. Nee, erstmal was futtern, ne? Oder vielleicht mal sogar einen Trank anschmeißen? Ja, komm. Ich glaube, ein bisschen. Gönnen wir uns mal. Die Heilung wäre gar nicht so schlecht, Micha. So. Ah, wie schön hier, ne? So ein bisschen Maya-artig mit den ganzen Kritzeleien an der Wand. Das könnte jetzt auch wirklich ein Spiel von heute sein. Von heute? Ist doch hübsch. Kann ich anders sagen. Ich hoffe, dass es da, dass es für die Zuschauer nicht so dunkel ist, wie wir es da gerade sehen. Es ist wirklich sehr dunkel. Das Freunde, im Chat dunkel. Ist das sehr dunkel für euch? Sag mal was, sonst müssen wir es ein bisschen heller machen. Das können wir, das können wir locker machen. Aber wenn es gut ist, ist es gut. Ich bin auch zufrieden. Okay. Wer hat dich denn gefragt? Eduard. Das ist, glaube ich, gar nicht. Das ist, glaube ich, Paul, oder? Paul? Das ist Eduard. Komm, bald. Ach so. Ja. Okay. Ach man, komm, nicht so oft beißen, Alter. Ja, ich habe gelesen, wir werden die Speicherslots auf jeden Fall benennen. Ich bin auch ein Freund von Micha ist da sehr rebellisch. Ja, was heißt rebellisch? Also? Er sagt sich einfach, tippen? Ne. Nicht kacke, sondern andere tippen. So, die beiden Ratten mussten dran glauben. Langsam rufe ich mich auch wieder ein bisschen ein. Links, rechts, schwingen. Okay, alles gut. So, da vorne ist dann, ah, guck mal hier, ein Goblin-Skelett. Ich glaube, die waren gar nicht so unstark. Es sind auch wieder gleich viele. Aber die Burschen sind nicht besonders schlau. Ich muss hier irgendwie. Ah, ich weiß nicht, also. Wir sollen ja rennen, ne, wenn wir uns nicht gewachsen fühlen. Ich habe gerade abgespeichert. Ah, oh, der ist super, der ist alleine. Ah, oh, der ist ganz schön stark. Ei, Alter, Vater, renn da durch. Bin ich schon weg, ey. Nimm eine Fackel, rauf, renn da durch, spring ein paar Mal und dann bist du der Geilste für mich. Schreiben auch die Leute, oder was? Nö. Okay. Warum ist es jetzt so dunkel hier drin? Ah, alles klar. Aber die Fackel, ich, einfach nur fürs Feeling. Also ich meine, wenn du jetzt bei den Goblins vorbeirennst, wäre eine Fackel schon nice. Meinst du? Ja, ich finde es auch fürs Feeling so, ist so ganz schön. Da oben ist sie schon, das ist ein Stock nur gewesen. Die sehen ja gleich aus, fast. Ja, das sind schwere Äste. Wo ist eine Fackel? Ich will eine Fackel haben. Haben wir keine? So geil sortiert, da ist sie doch. 17, ne? Da, ja, guck. So,
Und jetzt heißt es fliehen, wa? Jupp. Bis zum Kollegen Saturas. Links oder rechts? Links oder rechts? Links. Schöner Sprung. Run, 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 run. Run, 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 run. Ja, geil, machen wir so ein bisschen Dramamusik. Ja. Ach, guck mal hier, das hilft spring, nicht einer. Spring! Na, hier der Zauberer. Ja. Ei, ei, oh. Hau sie alle um. Spring immer im Kreis. Nein! Oh. Gottes Willen. Machst du mich fertig? Trifft der Magier nicht oder was? Jetzt hau ihn doch mal weg. Ein Mist, wie wenig. Ja. Ah, Saturas ist wieder unsichtbar, aber egal. Das ist jetzt mal egal. Classic. Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst. In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für Möchtegern-Abenteurer. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich, du Mistkerl. Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals im neuen Lager. Da kann man nur stottern. Ah, es kommt ein Rückblick. Genau, die hatten so einen großen Erzhaufen, die wollten die Barriere sprengen damit. Aber ich weiß nicht mehr genau, was wir dann gemacht haben. Mal so schick sahen wir mal aus, mit so einer glanzvollen Rüstung und so einem riesen Schwert-Oschi. Da werden wir wieder hinkommen. Da wollen wir wieder hinkommen. 2017, Sommer 2017. Sehen wir wieder so aus. Schande. Oh ja, yeah, Sommer 2017. Jetzt versteht genau. Master of the Universe. Was war das denn? Du hast unserem Erzhaufen alle magische Macht. So war es, genau, für das Schwert. Bist du einfach verschwunden. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Das ist übrigens logischerweise ein Bug, dass er unsichtbar ist. Der ist, ploppt wieder auf, wenn ich gleich neu lade. Bis jetzt ja allerdings überraschend bugfrei. Achso, wir müssen schon wieder. Es ist doch einfach eine Schande, oder? Ist schon wieder komplett fertig. Guck dir das an. Der rote Bildschirm bedeutet. Nichts mehr los bei uns heute. Echt? Ja. Ich finde, wir haben nicht ganz so viel geschafft, aber wir waren auch nicht ganz untätig. Wir haben nee, ein bisschen, überhaupt nicht, Alter. Das war also, cool. Ne? Und ich finde das schön, wir beide, man merkt, wir haben es gespielt. Du auf jeden Fall, ich auch schon ein bisschen her, aber man braucht ein bisschen Zeit, um reinzukommen, finde ich. Auf jeden Fall. Also ich habe diese ganzen Plätze, aber man kommt noch nicht gerade dahin, wie es ist. Aber das wird sich ergeben. Das ist halt auch bockschwer, das Spiel. Ne? Bockschwer. Step by Step. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ne? Wir haben Lust. Nächsten Mittwoch wieder um dieselbe Zeit. Ich so einen noch ganz schnell hier, so einen hier. Hau mal einen raus. Hallo, ich habe ihn nicht getroffen, aber ich treffe. Warum schlägst du ihn? Weil er auf die falsche Wange gezielt hat. Links fängt man an. Guck an. Ja, ist doch geil. Trixi, ist auch dabei und jetzt müssen wir leider uns verabschieden. Hat viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Warte mal, für den, wie heißt er nochmal? Sergeant. Sergeant Schniedel nochmal drei Bier hinterher. Eins, zwei, ciao. Drei.